Und damit herzlich willkommen zurück, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen in der deutschen Ford-Szene zum Finale der Ford Pro League Season 1. Ja, Alter, wir haben es geschafft, wir haben es ins Finale geschafft. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, denn jetzt gehen die krassesten Games los, ja? Ich meine, die Games davor waren auch schon krass, aber jetzt kommt die Creme de la Creme. Ins Finale haben es geschafft. Team 1 auf der linken Seite auf der Top-Base. Boboreto zusammen mit seinem Teammate Matteo auf der Bottom-Base. Und sie spielen hier den Operator Warzenschwein gegen auf der rechten Seite Team 2. Dass es auch ins Finale geschafft hat. Auf der Top-Base Lancenshield zusammen mit seinem Kumpanen Felix Wühlmaus auf der Bottom-Base. Und sie spielen heute Scattershot. Und was macht Warzenschwein bei Team 1? Nun, das bufft alle T2-Waffen. Und was macht Scattershot? Ja, das bufft so ein bisschen die Schilde und die 20mm-Kanonen. Macht es die Schilde? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe nicht mal mehr die Zeit gehabt, das zu recherchieren. Aber eigentlich hätte ich sie gehabt. Aber trotzdem, heute kommt jetzt endlich mal wieder die Ford Pro League. Alter. Mittwoch, heute ist keine Klausur, morgen Donnerstag kommt die nächste, aber heute kann ich dann endlich mal ein schönes Thumbnail für das Finale machen. Die Zeit wollte ich mir nämlich nehmen. Es gibt nämlich, weiß ich nicht, die Games von der Ford Pro League, die kommen nicht so bei allen an. Na, keine Ahnung, weiß nicht, was da los ist. Es sind eigentlich die krassesten Games, ja. Die krassesten Ford Games. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute im Finale sehen werden. Wie immer ist das Replay vielleicht etwas buggy, deswegen müssen wir ein bisschen hin und her springen. Beziehungsweise einmal kurz zurückspringen, damit es sich wieder synchronisiert. Das liegt an den Mods und so weiter und so fort. Ihr kennt das Prozedere. Ja, ich bin sehr gespannt. Fabrik. Oh, da scheint es einen Fehler gegeben zu haben. Okay. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, geh weiter. Hatten die wohl kurz Lag oder wie auch immer. Die Fabrik auf jeden Fall auf der Bottom Base für Matteo. Also sehen wir Laser auf der Top Base. Kommen die Schwarmraketen und die Windturbine. Das fand ich interessant. Wurde jetzt verkauft. Zweiter Schwarmraketenwerfer wird platziert auf der rechten Seite. Upsala, das war viel zu nah. Verzeihung. Kommt die Tier-2-Technologie, die Munitionsfabrik, auch auf der Bottom-Base das gleiche. Also hier setzen Team 2 definitiv auf die 20mm-Kanonen. Und das Finale der Ford Pro League. Ja, Links findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, wenn ihr da irgendwie, weiß ich nicht, RadioFX Twitch auschecken wollt oder seinen Discord, wo ihr euch für die nächste Season anmelden könnt. Ha? Ist ein Best of Seven. Ja, das Finale. Also 7 Spiele. 4 davon müssen gewonnen werden von einem Team, um hier siegreich aus dem Turnier hervorzugehen. Bin sehr, sehr gespannt und ich skippe einmal, damit auch ja nichts schief geht. Ein bisschen skippen. Muss auch mal sein. Das sind ulkige Basen. Forts. Bin ich early. Hier kommen die 20mm Kanonen mit den super sneaky Tiny Doors. I like it. Das sieht so schön aus. Ich mache das immer so hässlich. Wie geht das so schön? Please tell me. Tell me sweet little lies. Flak. Bei Lancenshield. 2 Sniper und Upgrade Center. Also hier wird für die Nukes gespielt bei Boboreto. Und auf der Bottom Base kommt der Plasma und der Feuerlaser. Puh, das wird ein Battle werden. Na, die 20mm Kanonen haben auf jeden Fall ordentlich Power. Die werden da jetzt platziert. Da kommt die erste und gleich die zweite. Jetzt wird hier hinten Vordergrundverstrebung reingepackt. Nee, da wurde nur ein bisschen reinforced, alles klar. Und jetzt der Versuch von beiden Snipern von Team 2, den gegnerischen Sniper auszuschalten. Das klappt nicht ganz, da kommt die erste Salve Schwarmraketen. Ich habe nicht ganz gesehen, wo sie reinfliegen wird, aber ich glaube, auf die Top-Base, aber nichts wirklich Kritisches. Doch, die eine Schwarmrakete, die überlebt, trifft die Windturbine und ja, die geht instant flöten. Ist das belastend? Das kannst du ja keinem erzählen. Zweite 20mm Kanone und da die erste für Lancenshield. 2 bei Felix schon mittlerweile. Erstes Upgrade ist zur Hälfte fertiggestellt. Plasma Laser ist auch 3/4 fast durch, eher gesagt 2/3. Nächste Schwarmraketensalve wird wieder ein bisschen abgewehrt von den. Von der Flak, die jetzt gesniped wird. Schöner Schuss von Boboreto. Die Sandsäcke verteidigen da zum Glück die Windturbine, sonst wäre die auch wieder flöten gegangen. Das wäre ein bisschen belastend gewesen. AP-Sniper von Boboreto gefällt mir. Sehen wir nicht allzu häufig in der Ford Pro League tatsächlich, dass wir einen AP-Sniper am Start haben. Aber ist auf jeden Fall eine Investition wert. Nuke ist jetzt fertig gebaut, wird abgefeuert zusammen mit den Schwammraketen. Nein, wird nacheinander abgefeuert, ja, ein bisschen langsam. Es ist keine Anti-Air auf der Seite von Team 2. Von daher wird diese Nuke connecten, komme was wolle.
Und sie wird auf die Base von Felix abgefeuert. Hinterher wird der Feuerlaser und der Plasmalaser von Matteo geschossen. Und ja, das war's mit den beiden 20mm Kanonen von Felix Wühlmaus. Und ich sag mal so, das sieht ziemlich GG aus. Ja, ich meine, klar, Comeback-Möglichkeiten sind da für Team 2, keine Frage. Aber auf diesem hohen Niveau, bin ich gespannt, ob die hier noch irgendwie eine Schnitte haben. Scannerschatzfähigkeit wird jetzt hier gepoppt für die 20mm Kanone von Lancen Shield. Und wo wird der einfeuern? Das muss jetzt sitzen, der Schuss. Zerstört den AP-Sniper. Hm, ja, gut, nicht schlecht. Na, nicht schlecht. Aber hätte besser sein können. Die 20mm Kanone hätte auch früher mal auf die Windturbine hier oben abgefeuert werden können. Klar, weiß man nicht, dass da welche drin sitzen, aber nächste Nuke kann nicht abgewehrt werden. Trifft auf die 20mm Kanone, da kommt wieder der Feuerlaser, etwas zu tief gefeuert von Matteo. Aber der Snipe sitzt und da geht die 20mm Kanone flöten. Der Plasmalaser hat hier die Türen zerstört. Nächste Schwarmraketen-Nuke-Kombination folgt. Hier unten wird versucht, ein bisschen Anti-Air zu platzieren von Felix Wühlmaus. Ja, frag mich, ob das effektiv sein wird. Die wird auf jeden Fall nicht bis zur nächsten Nuke fertig gebaut sein. Von daher wird auch diese Nuke noch connecten. Und ja, Boboreto spielt ja jetzt ein bisschen mit dem Anpeilungslaser. Und damit Lancen Shield nicht Woodspam bauen kann. Beziehungsweise nicht weiß wo. Feuerlaser, Plasmalaser. Oh nein, der Turm fällt schon wieder. Und wenn ich das richtig gesehen habe, fällt damit auch die nächste 20mm Kanone von Felix Wühlmaus. Ich drücke mal F8. Wir sitzen hier bei ungefähr 7 Minuten. Oh je, nee. Team 1 schafft es hier auf jeden Fall, das Spiel an sich zu reißen. Die Spielkontrolle und die Dominanz auf dem Schlachtfeld. Nächste Nuke wird jetzt hier abgefeuert, wird wieder nicht verteidigt werden können. Auf das Fort von Lancen Shield ist auf jeden Fall viel Schaden. Feuerlaser, Plasmalaser hat jetzt hier das Potenzial, wobei da ist ein Schild. Das rettet Lancen Shield hier nochmal das Leben, dieses eine Schild, sonst wäre der Plasmalaser da reingefräst und der Chor wäre puff, sage ich euch aber. Puff hätte er gemacht. Ja, das müsst ihr euch als Soundboard festlegen. Nächste 20mm Kanone, beziehungsweise der nächste Versuch, eine 20mm Kanone zu platzieren, wird hier vorgenommen von Felix. Hm. Ja, das Nuke-Feuer wird derzeit auf Lancen Shield konzentriert. Der hat auch keine weiteren Waffen, keine Energieverteilung. Der ist ja eigentlich nur am Tanken gegen die Nukes und versucht Anti-Air zu bauen für seinen Mate, Felix Wühlmaus. Aber Matteo lässt Felix diese 20mm Kanone nicht zu Ende bauen. Obwohl sie da durch irgendeinen glücklichen Zufall überlebt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der Plasmalaser nicht durch die Türen durchgefräst ist. Wahrscheinlich, weil der Feuerlaser nicht perfekt getroffen hat. Und da kommt die nächste Nuke auf das Fort von Lancen Shield. Wieder ein bisschen Schaden. Ja, ist teuer, aber nichts Kritisches zurzeit. Der Feuerlaser hinterher. Mit dem Plasmalaser könnte jetzt ein bisschen wehtun. Der fräst da auf jeden Fall ziemlich gut rein und das Fort fällt. Der Chor fliegt in die Tiefen von Stalaktiten. Explodiert. Das war das Aus für Lancen Shield. Und das sieht nicht gut aus für Team 2. Ah, eine Salve mit Scattershot von der 20mm Kanone konnte jetzt nochmal abgefeuert werden. Und die Nuke von Boboreto folgt, kann hier nochmal abgewehrt werden. Von der Gunner-Bagage von Felix. Die wird jetzt hier aber langsam aber sicher aus dem Rüssel gesniped von Boboreto. Und damit sieht es so aus, als würde das erste Game der Forts Pro League, das Finale ist der Forts Pro League, an Team 1 Boboreto und Matteo gehen. Aber es ist natürlich noch nichts besiegelt, ne? Da kann auch alles. Kann sich noch alles drehen. 20mm Kanone jetzt abgefeuert. Hat zwei Windturbinen zerstört. Endlich. Sehr gut. Die haben mich da oben sehr getriggert, dass sie da einfach so stehen durften. Natürlich auch, um die passive Fähigkeit aufzuladen. Aber am Ende des Tages hat es nicht viel gebracht. Doch die Nuke konnte nochmal abgewehrt werden. Wurde da versucht zu verteidigen von Matteo mit dem Feuerlaser, um die Gunner-Schüsse zu blockieren. Aber Lancen Shield, Quatsch, Felix hatte oben und unten Gunner und damit konnte er die Nuke noch einmal abschießen. Ist die Frage, ob er die Fähigkeit jetzt schon wieder aufgeladen hat. Wahrscheinlich nicht. Und selbst wenn, er könnte hier keine kritischen Treffer landen. Klar, er könnte die Energieproduktion von Boboreto ein bisschen nerven. Oder vielleicht einen Snipe auf Matteo treffen. Aber das ist alles so unwahrscheinlich. Und da connectet die nächste Nuke. Und dann auch noch so kritisch hier oben rein. Da folgt der Feuerlaser und der Plasmalaser. Beendet hier das Spiel für Felix Wühlmaus und für Team 2. Damit geht das erste Game des Finales der Force Pro League an Boboreto und Matteo. Ich hoffe, das Replay hat euch gefallen. Und da kommt noch der Cell-Versuch von den beiden Spielern. Hat nicht mehr ganz geklappt, aber das Game wäre da schon vorbei. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag.
Viel Spaß im Ranked und haut rein, ich gehe jetzt League Song.